Hallo zusammen, ich habe euch im letzten Video einerseits gezeigt die Defragmentierung unter Windows 98 und bin jetzt hier gerade bei Windows 10 und habe mal geschaut. Ja, es gibt auch dort noch eine Laufwerkdefragmentierung. In dem Fall nennen sie es aber schon Optimierung. Das ist im Endeffekt nichts anderes. Da steht das Laufwerk Optimierung als quasi dasselbe wie bei Windows 98. Aber in diesem Fall, wie ihr lesen könnt, ne, durch die Optimierung des Laufwerks können Sie eine effizientere Ausführung des Computers erreichen. Sie können die Laufwerke auch analysieren, um festzustellen, ob sie optimiert werden müssen. Es werden nur, Entschuldigung, Laufwerke auf dem Computer bzw. die damit verbundenen Laufwerke angezeigt. Das wäre in dem Fall einmal die SSD, wie ihr seht, zuletzt ausgeführt am 20.10.2023, Optimierung erforderlich 28 Tage seit letzter Optimierung. Genauso wie das systemreservierte Stück von der Festplatte, noch nie ausgeführt, Optimierung erforderlich. Dann habt ihr unten noch die geplante Optimierung ein, die Laufwerke werden automatisch optimiert. Häufigkeit wöchentlich. Das ist also das, sage ich mal, oder eins der großen Unterschiede zu damals. Ihr habt also nicht die Möglichkeit, das oder ihr habt die Möglichkeit, das noch selber zu machen, aber das System an sich ist von vornherein so eingestellt, weil das habe ich nicht gemacht, dass es sich optimiert. Deswegen einer der Gründe, warum manchmal eure Festplatte arbeitet, obwohl ihr sie gar nicht nutzt. Gut, das heißt, ich kann dann hier auf Optimieren klicken. Und da jetzt optimiert war das schon. Okay, also aktueller Status, okay, das war es sogar schon. Dann kann ich das hier aber genauso gut machen, optimieren. Ihr seht, der befasst sich gar nicht mehr, man drückt eigentlich nur da drauf. Ne? Habe ich doch. Noch macht er gar nichts. Vielleicht geht das in diesem Bereich auch gar nicht, weil das passiert nichts. Aber ihr seht, an sich das System ist optimiert, er hat gar nicht erst weiter angefangen. Dann kann ich hier natürlich die Einstellungen ändern. Wie ihr seht, ich habe Zeitpunkt, ich kann es wahrscheinlich auch täglich machen, monatlich, wöchentlich. Benachrichtigen, wenn drei aufeinanderfolgende geplante Ausführungen fehlen. Dann kann ich die Laufwerke auswählen. Und das war's. Das ist also im Endeffekt der Unterschied zu dem damaligen System. Man sieht natürlich auch, einerseits, mehr ist da nicht. Ne, guckt, ihr seht, er rattert durch. Optimiert, fertig. Der beschäftigt sich gar nicht mehr mit diesem Rastersystem, was einerseits natürlich schade ist. Wie gesagt, man kann die Einstellung ändern. Das war's. Aber mehr gibt es hier nicht zu gucken. Somit im Endeffekt, ja, es gibt auch noch bei Windows 10 eine Defragmentierung, die es wahrscheinlich bei Windows 11 auch noch geben wird. Windows 11 besitze ich nicht, daher kann ich da nicht drüber urteilen. Aber halt mit dem heutigen Standard, dass es wirklich sich selbst quasi kontrolliert, ne? Dass es da nichts anderes gibt, was sich darum kümmert. Also, was heißt nichts anderes? Es kümmert sich selbst, ihr müsst euch nicht kümmern, ihr könnt es einstellen und das war's. Somit habt ihr im Endeffekt auch immer eine gut bleibende Performance, die sich wirklich selber, ja, optimiert. Nun gut, ich will hoffen, ich konnte euch damit auch ein bisschen weiterhelfen, dass das Ganze also auch heute noch möglich ist. Es auch andere Programme gibt, sicherlich unter Apps oder sonst was, die dafür sorgen. Sowas gibt es dann wahrscheinlich vielleicht sogar für Handys, das weiß ich gar nicht. Einige Handys haben es von Werk aus schon drin, dass man da irgendwo den Speicher optimieren kann, dass da auch einem gesagt wird, hör mal, du hast die Datei 30.000 Tage nicht verwendet, löschen, entfernen oder halt. Ja, was man damit machen möchte. Nun gut, danke fürs Zugucken. Wenn ihr wollt, dürft ihr mir einen Daumen geben, mich weiterempfehlen. Ansonsten sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Also, danke fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns wieder. Tschüss.